Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade mit dem Rad unterwegs bin, allerdings nicht mit meinem Rad, denn wie ihr ja schon mitbekommen habt, bin ich gerade nicht zu Hause, sondern mit, ich weiß nicht, ob man sieht, mit diesem Rad. Ich habe mir ein 7-Gang-Damenfahrrad ausgeliehen, weil ich einfach mal, ich fahre hier nur kurze Strecken und dachte, für Kurzstrecken nehme ich mir einfach mal ein ganz, ganz gemütliches Rad mit einem schönen, weichen Sattel, auf dem ich schön gerade sitze. Und abgesehen davon war es das Billigste. So. trotzdem finde ich 10 Euro am Tag noch ganz schön viel für ein klappriges Damenrad. Wie auch immer. Erstmal die bunt angezogenen Touristen vorbeifahren lassen hier. Ich möchte ganz kurz über etwas reden und dann rede ich eine Viertelstunde drüber. Nein, ich möchte kurz was. Ich möchte etwas erzählen, was mir in den letzten Monaten erst klar geworden ist, wovon mir aber schon vorher Leute immer wieder berichtet haben. Oder mir empfohlen haben, so damit umzugehen. Und ich das immer wieder von verschiedenen, eigentlich lebenserfahreneren Leuten gehört habe, aber ich habe es mir angehört, aber immer nicht verinnerlicht. Und zwar ist das Thema Verzeihen. Das klingt ein bisschen schnulzig, aber ihr wisst ja, ich erzähle euch gerne Dinge, die mir auf meinem Weg geholfen haben, das Leben entspannter zu sehen, ruhiger zu sein, weniger, ich nenne es jetzt mal, negative Gefühle in mir zu haben, nicht mehr so wütend zu sein. Ich war ein ganz schöner Choleriker zeitweise. Da können manche bestimmt ein Liedchen von singen. Aber ich habe irgendwann, ich habe in den letzten Monaten gelernt, dass Verzeihen eine Sache sein kann, die euch unfassbar viel innere Ruhe gibt. Ich hatte damit immer ein Problem, weil ich immer der Meinung war, wenn irgendjemand, wie ich immer gedacht habe, mir was getan hat, ich setze das mal in Anführungszeichen, oder was gemacht hat, was für mich schlimm war, dass der sich entschuldigen muss. Ich habe aber nicht richtig über das Wort nachgedacht, über dieses, eigentlich ist dieses sich entschuldigen, finde ich inzwischen ein bisschen Quatsch, weil sowas wie Schuld ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Schuld wirklich gibt. Es gibt wahrscheinlich Ursachen von irgendeiner Kausalitätskette, ja. Aber Schuld ist immer schwierig. Im Gegensatz dazu finde ich aber Verzeihen sehr, sehr wichtig. Und man sagt ja nicht umsonst, jemanden um Verzeihung bitten. Ne? Geh mal hin und bitte ihn mal um Verzeihung. Das heißt im Grunde, dass es nicht die Aufgabe desjenigen ist, der etwas getan hat, sich zu entschuldigen, sondern eigentlich ist es die Aufgabe dessen, also von demjenigen, dem etwas getan wurde, um Verzeihung zu verzeihen. Deswegen kommt der andere ja und bittet um Verzeihung. Er bittet mich, dass ich ihm verzeihe. Viele haben dieses Gefühl in sich, dass der andere irgendwie das wieder gut machen muss oder dass er irgendwie untertänigst sich bereuen muss, was er getan hat und sowas. Aber eigentlich, und das habe ich jetzt festgestellt, dass das im Grunde der Sinn der ganzen Sache ist, es ist meine Aufgabe, also angenommen, mir wird etwas getan, eigentlich ist es meine Aufgabe, demjenigen zu verzeihen. Ich bin am Zug und muss in mir demjenigen verzeihen und sollte ihm nicht böse sein deswegen. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, naja, aber wenn der doch Scheiße gemacht hat, wenn der doch irgendwas Schlimmes gemacht hat, genau das ist ja der Punkt. Und das ist die Methode, die ich für mich gefunden habe, die unfassbar gut funktioniert, wenn es darum geht, Menschen zu verzeihen. Und zwar man muss gar nichts, außer irgendwann sterben und selbst das ist ungewiss. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass jeder Mensch das Ergebnis seines bisherigen Lebens ist. Das ist für mich eine ganz, ganz ausschlaggebende Sache inzwischen geworden.
Jeder ist das Ergebnis seiner Kultur, in der er groß geworden ist, seiner Familie, in der er groß geworden ist, einfach des Umfeldes, in dem er groß geworden ist. Und Werte und Normen und sowas sind nicht angeboren. Die erlernt man in genau dieser Gruppe, in der man groß wird, oder genau in dieser Kultur, in der man groß wird. Ja? Also unser Wertesystem, müsst ihr euch vorstellen, ist natürlich, oder könnt ihr euch denken, ist ein völlig anderes als das Wertesystem von einer Gruppe Kopfgeldjäger, die im Amazonas leben, so ungefähr. Ja? Weder unsere noch deren Werte sind richtig. Sie sind nur das, was normal ist in der Kultur und dem Umfeld, in dem man aufgewachsen ist. Und deswegen tun Menschen Dinge aus ihrem Wertesystem heraus. Die tun die nicht, weil sie sagen so, ich bin jetzt absichtlich böse und möchte jetzt absichtlich Menschen was tun, sondern selbst wenn sie das tun, machen sie das, weil es in ihrem Wertesystem so verankert ist und sie das so gelernt haben. Sie funktionieren quasi einfach anders als ihr. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann gibt es unfassbar viele Dinge, die man jemandem auf dieser Basis verzeihen kann. Wenn man weiß, dass niemand was tut, um dir absichtlich zu schaden, sondern vielleicht, weil er... Kommen noch mehr Fahrradfahrer. Eher Fahrradschieber als Fahrradfahrer. Also niemand tut etwas... Ich hoffe, ich war an dem Punkt stehen geblieben. Niemand tut etwas absichtlich, um jemand anderem zu schaden. Es sei denn, es kommt aus seinem Wertesystem raus und er hat irgendeinen Grund dafür, um sich selbst zu bereichern, damit er sich selbst besser fühlt zum Beispiel. Manche machen ja auch andere Menschen nieder und beleidigen sie und weisen sie auf ihre Fehler hin. Nicht um das absichtlich, um denen absichtlich zu schaden, sondern mit dem Hintergrund, sich selbst besser zu fühlen dadurch. Ja? Das ist, wenn viele unfähig sind, aus sich selbst heraus zum Beispiel sich ihrer selbst sicher zu sein, dann gehen sie manchmal rum und machen andere Menschen nieder, um sich selbst besser zu fühlen. Oder das hat alles irgendwie so eine Gründe, die wahrscheinlich tief in unserer Aufzucht verankert sind. Und diese Werte variieren halt von Mensch zu Mensch. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz schlimme Beispiele von Völkermord und sowas bringen und ich behaupte selbst diese Beispiele, so schlimm die Konsequenzen daraus auch sind, das steht nicht zur Debatte, das muss man immer versuchen zu trennen. Die Konsequenzen können fürchterlich sein, Millionen von Tote in einem Krieg sind grauenvoll, sind schlimm, ist richtig. Aber der Grund, warum... Ich werde ständig unterbrochen. Unfassbar. Ich hätte mir extra eine ruhige Stelle gesucht, aber anscheinend nicht. Also, so schlimm die Konsequenzen von irgendwas auch sind, der Grund, warum die Menschen das tun, ist meistens ein ganz anderer und meistens eine Hilflosigkeit, weil sie früher unterdrückt wurden, weil früher dies oder jenes mit ihnen passiert ist, solche Sachen. Aber aus purer... Aber ich glaube nicht, dass es sowas wie... Oh, jetzt ist aber Hochbetrieb hier, das gibt's doch gar nicht. Aber ich glaube nicht an Bosheit. Ich glaube nicht, dass es Gut und Böse gibt. Gut und Böse sind nur Bewertungen aus einer Perspektive raus, aus dem eigenen Wertesystem raus. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es nicht das Böse gibt oder das böse Gen oder sowas. Ja, es gibt wahrscheinlich genetische Dispositionen, sagt man, glaube ich, die bestimmte Verhaltensweisen begünstigen, das ist richtig, aber dennoch denke ich, dass das Wertesystem, oder ich bin überzeugt momentan davon, dass das Wertesystem das Ausschlaggebende für das Handeln dann ist. So. Mit diesem ganzen Wissen im Hinterkopf jetzt, dass niemand etwas tut, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er aus seinem Wertesystem heraus handelt, fällt es mir unfassbar leicht, Leuten Dinge zu verzeihen, die sie getan haben. Wenn eine ehemalige Partnerin von mir jemand anderen kennengelernt hat und mir das eine ganze Zeit lang verschweigt, weil sie Angst hat, okay, wenn das mit dem Neuen nicht klappt, habe ich ja dann noch ihn. Dann bin ich zwar erstmal verletzt und war damals auch sehr verletzt,
Wenn ich aber jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dann hat sie das aus ihrem Wertesystem herausgemacht, aus ihrer Angst raus. Es war ihre Angst, dass sie dann alleine dastehen kann. Das kann für euch moralisch schlimm sein, ist aus ihrem Wertesystem aber nicht moralisch schlimm. Aber weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Sondern es ist individuell und es kommt immer auf die Perspektive an und es gibt kein moralisch richtig. Ja? Und wenn man sich darüber klar ist, dann fällt es sehr leicht, den Leuten Dinge zu verzeihen und oder zumindest leichter. Es gibt natürlich Extremfälle, da ist es manchmal auch extrem schwer, jemandem zu verzeihen. Aber ich verspreche euch eins, wenn ihr nicht lernt, dass es eure Aufgabe ist, jemandem etwas zu verzeihen, sondern immer von dem anderen erwartet, dass er Reue zeigt und dass er euch um Entschuldigung bittet, dann werdet ihr keine Ruhe finden. Dann werdet ihr für euch innerlich immer aufgewühlt und aufgebracht sein bei solchen Dingen. Und ich habe für mich festgestellt, es ist ein unfassbar entspanntes Leben und es ist unfassbar leicht wie soll ich sagen, man schleppt nicht so viel Ballast mit sich rum und hat nicht im Hinterkopf die ganze Zeit über diese typischen Bauchschmerzen, die man irgendwas hat, ja? So diese psychischen, mentalen Bauchschmerzen, nenne ich es mal. Wenn man lernt, anderen zu verzeihen und dieser Weg, den ich euch da erzählt habe, hat für mich verdammt gut funktioniert. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr damit zum Beispiel zu tun habt, wenn ihr oft cholerisch seid, wenn ihr oft laut reagiert, wenn ihr oftmals nicht einverstanden seid mit Dingen, die andere Menschen tun oder die Art und Weise, wie sie Dinge tun, dann erinnert euch vielleicht mal an das Video zurück, denkt mal darüber nach, was ich erzählt habe und vielleicht hilft euch das in der Situation. Vielleicht hilft euch das ruhiger zu werden, vielleicht hilft euch das weniger cholerisch zu sein, vielleicht hilft euch das für euch ein entspannteres Leben zu führen und vor allem auch mehr Verständnis für denjenigen zu haben, um den es geht, für euer Gegenüber. Und mit einer ganz anderen Herangehensweise an diese Dinge rangehen, mit einer ganz anderen Sichtweise und euer Gegenüber, eurem Partner, Partnerin, was auch immer, Kinder, Eltern, wen auch immer, ja, einfach mit anderen Augen zu sehen und euch bewusst zu sein, dass seine Welt von Wertevorstellungen eine komplett andere sein kann als eure und dass er nichts aus Bosheit macht, sondern aus Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit. Weil er es so gelernt hat, weil er so aufgewachsen ist, weil das seine Werte sind. Das hilft vor allem in Beziehungen, wenn man versucht, den anderen immer so zu machen, wie man selbst ist. Das funktioniert nicht. Ihr könnt Menschen nicht ändern. Menschen können sich selbst aus sich heraus ändern, wenn sie den Einfluss von außen bekommen. Ja? Aber man kann Menschen nicht verändern, indem man ihnen sagt, du musst jetzt so und so sein oder du hast das jetzt richtig und falsch gemacht, sondern ihr solltet denjenigen verzeihen. Wenn sie etwas so machen, dass es euch vielleicht wehgetan hat, oder so machen, wie es nach euren Wertevorstellungen nicht in Ordnung ist. Und ich kann es euch nicht garantieren, aber ich kann euch zumindest sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit könnt ihr dann mit anderen Menschen sehr viel entspannter und besser umgehen. Habt sehr viel mehr Akzeptanz, habt sehr viel mehr Verständnis und werdet auch innerlich sehr, sehr ruhig werden. Und ihr wisst ja von vielen anderen Videos auf meinem Kanal, vor allem was psychische Probleme und ich nenne es mal Krankheiten, auch wenn ich das Wort nicht mag, betrifft, das hilft auch bei vielen solchen Dingen. Runterfahren, entspannt sein. Ihr kennt das, Sympathikus, Parasympathikus, solche Dinge. Passiert alles unterbewusst oder größtenteils unterbewusst. Und es kann nur von Vorteil sein. Versucht das mal, wenn das für euch irgendwie funktioniert hat oder wenn ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt, auch oder wenn ihr das komplett anders seht, dann bin ich immer wieder gerne offen für neue Sichtweisen, neue Ansichten. Und man lernt ja nie aus. Und ich möchte auch nicht festgefahren sein in meinen Ansichten, sondern immer offen bleiben.
dafür, wie andere Leute Dinge handhaben. Solange das irgendwie. Was ist denn das hier? Ach, da fällt ein Blatt runter. Ich dachte, hier kraucht irgendein Tier rum. Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also offen sein für andere Sichtweisen möchte ich. Und man lernt nie aus. Auch ich lerne nicht aus. Und ich möchte nicht so. Selbst wenn sich das schon sehr viele Erkenntnisse momentan sehr gut anfühlen, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe, durch meine Probleme. Denn der Mensch ändert sich anscheinend in Problemsituationen am stärksten. Möchte ich nicht in den jetzigen Denkweisen festfahren, sondern mich immer weiter entwickeln. Das ist lustig. Manche 50% lächeln mich an, 50% gucken so. Wahrscheinlich, weil sie denken, ich filme in die Richtung und nicht in die Richtung. Die denken wahrscheinlich, was filmt denn der den Busch die ganze Zeit? Ich zeige euch mal, wo ich hinfilme. Das ist quasi hier Busch. Ich bin hier auf dem Radweg. Ich weiß gar nicht. Der nächste Ort ist, glaube ich, Kühlungsborn. Und ich setze mich jetzt mal auf mein Damenrad. Auf mein 7-Gang-Nabenschaltungs-Damenrad. Und werde mich jetzt mal auf den Weg machen und nach Kühlungsborn fahren und mir dort was zu essen suchen. Genau, das mache ich jetzt.